Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mutti Fuzzi. Heute sind wir mal wieder hier bei Kawasaki. Allerdings haben die sich umbenannt und sie heißen jetzt Motorrider Malaga. Ja, was soll man sagen? Ab und zu ändert sich mal der Name. So, hier haben wir jetzt die Versys. Das ist eine 2022er Baujahr und bisher bin ich Versys noch nicht gefahren. Die war mir auch immer zu mächtig, weil die sehr hoch ist. Die ist 845 mm. Mal sehen, ob ich damit zurechtkomme. Schauen wir mal. Display ist ja wohl das gleiche, fast das gleiche. Da sind ein bisschen anders, weil die nur einmal Traktionskontrolle bzw. Modi hat. Zwei Stufen Traktionskontrolle, weil das ist die 48 PS Version. Da haben wir nur eine Stufe. Ich fahre mal kurz los und mache mir die Spiegel jetzt nochmal hier. Wir haben die Kawasaki Versys 650 2022er Baujahr hier am Start. Das ist jetzt praktisch so vergleichbar, sage ich mal wieder, da ich ja immer noch von der, was heißt immer noch, da ich ja von der CB500X komme, ist das ja vergleichbar, das Teil. Ja, wir haben keine Fahrmodi, also ist nicht ganz so wie bei der Z900. Ja, so fährt sie sich schon mal sehr schön, aber man kennt das ja natürlich auch ein bisschen, sagen wir mal so. Also, ich habe ja die Z900, natürlich sind ja dann die Kawasakis immer ein bisschen ähnlich, auch so im Verhalten. Und ich habe schon wieder den Eindruck, dass das Display ein bisschen kleiner ist als von meiner, aber das stimmt wahrscheinlich wieder nicht. Aber okay, es ist ja auch ein bisschen anders, ein ganz bisschen anders aufgebaut. Vielleicht ist es ein ganz bisschen kleiner, ich weiß es nicht. Aber vielleicht stimmt das auch nicht. Ja, also es ist ziemlich hoch, aber so, wenn ich so drauf sitze, der Sitz auf jeden Fall fühlt sich irgendwie bequemer an, sehr viel bequemer als Honda. Honda sind immer steinhart, die Sitze. Und hier ein bisschen weicher, auf jeden Fall weicher. Und wie gesagt, 845 mm Sitzhöhe ist natürlich schon ein ganz schöner Happen für mich. Ich bin 1,75 m. Aber ich tipple eigentlich so wie auf meinem Roller. Ich habe einen X-Max 300, da steht man auch nicht anders drauf. Ja? Das ist alles ziemlich hoch und bei dem Roller ist einfach der Sitz zwar niedriger, aber dafür ist er breiter. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Super. So. Ja, jetzt fahren wir genau in die Wolke rein wahrscheinlich. Die hatte ich schon, als ich hierher kam. Ja. Natürlich das super Gute jetzt. Ist natürlich, also erstens, es regnet, ist nicht so schön. Ich hoffe, die Aufnahmen werden noch einigermaßen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlimmer wird, ansonsten muss ich es abbrechen. Aber das Gute ist, da die ja auch 48 PS hat, kann man sie ja eigentlich, oder kann ich sie jetzt eigentlich direkt mit der CB500X vergleichen.
Auf jeden Fall klingt sie schon mal auch ziemlich voll. Der Auspuff klingt ziemlich voll. Jetzt nicht so toll wie die Z650. Die fand ich wirklich, der Auspuff klang wirklich, wirklich gut. Die ist doch ein bisschen leiser hier. Und das Gas, wie ihr vielleicht merkt, ist so 0 und 1. Ja, dazwischen gibt es wieder keine Stellung. Finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Das gibt es ja bei einigen Herstellern. Aber es kann natürlich wieder sein, ich habe ja auch schon, ich habe mir das, ja, das ist wirklich so 0 und 1. Dazwischen habe ich nichts hier. Das ist gerade immer dieses Problem mit dem Gas bei diesen reduzierten Versionen gibt. Sagt mir doch mal bitte Bescheid, ob das bei euch auch so ist, ob ihr auch so ein ruppiges Gas habt, wenn ihr eine 48 PS Version habt. Wenn ihr sagt, nee, ich habe eine normale volle Version, da ist das nicht, dann ist das ja eigentlich schon klar, was das sein kann. Dann liegt das irgendwie an dieser Begrenzung. Wir haben ja auch irgendwie eine Restreichweite. Ach ja. Okay, aber die stimmt ja auch immer nicht so richtig bei Kawasaki. Ja, ist wirklich 0 und 1 das Gas. Bei meiner Z900 ist schon ein bisschen komisch das Gas, aber hier ist noch schlimmer. Tja, eigentlich hatte ich gedacht laut Wetterbericht, dass heute Sonne ist, aber ich hatte euch ja schon gesagt, einige, die regelmäßig meinen Kanal schauen, ich habe jetzt schon seit fast einem Monat keine Sonne, also ganz, 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 ganz wenig. Wir hatten diese Sandstürme und Modderstürme, wo es dann regnet. Hier seht ihr, alles dreckig, alles voller Sand. Das kommt alles vom Himmel. Also ganz furchtbares Wetter die letzten 5 Wochen eigentlich schon oder so. Und heute dachte ich, naja, heute kommt die Sonne raus ein bisschen. Aber nein, kommt nicht raus. Ja, also diese Versys 650 gibt es auch noch mal mit allen möglichen Optionen. Da heißt er dann Tourer. Und ich glaube, die teuerste Version mit zwei Seitenkoffern und mit einer Topbox kostet dann so fast 12.000 Euro. Ich habe gesehen, dass die irgendwie ein bisschen teurer sind anscheinend hier. Die unverbindliche Preisempfehlung im Gegensatz zu Deutschland. Also diese, die kostet glaube ich irgendwie um die 9.600 oder sowas hier in Spanien. Ich glaube, die ist in Deutschland etwas billiger. Ja, fährt sich aber sehr, sehr schön. Fährt sich sehr, sehr schön. Die fährt sich schön vorne und hinten 17 Zoll Reifen. Kann sie natürlich in dem Sinne da nicht mithalten mit der CB500X. Die hat ja glaube ich 19 Zoll oder so. Da kann sie leider nicht mithalten. Jetzt wollen wir mal sehen, das Windschild kann man in 4 Positionen verstellen. Und ich habe es in die oberste Position natürlich bestellt für meine Autobahnfahrt. Man muss diesen kleinen Schniepel hier drücken und dann kann man es hoch und runter ziehen. Das kann man alles machen, während man sitzt. Also ist nicht so umständlich und hakelig wie bei Honda. Bei Honda, also ich sage jetzt mal hier, die Honda NT1100, die hat ja auch ein schönes Windschild. Aber das kann man eigentlich nur, also wenn man vielleicht super geübt ist, kann man das von oben machen. Aber eigentlich nur, wenn man absteigt, machen. Und das ist sehr hakelig, also da gibt es keine Sperre, das muss man einfach anpacken und dann bewegen. Aber ich finde das auch immer besser, wenn da eine Sperre ist, dann hat man das irgendwie besser im Griff und der braucht, denkt nicht, dass man das da jetzt abbricht oder so. Mann, das ist ja auch wieder ein Verkehr hier heute. So, Langsamfahrt, macht sie sich wunderbar, aber wie gesagt, es wäre schön, wahrscheinlich, ich hoffe und wahrscheinlich, die volle Version mit 67 PS hat ein sanftes Gas, eine sanfte Gasannahme. Die hier leider nicht. Das ist wieder die 48 PS Version. Und ich habe so jetzt schon den Eindruck bei Kawasaki, dass alle reduzierten Versionen, wie ich schon sagte, so ein ruckliges Gas haben.
entweder ein oder aus, aber so dazwischen gibt es nichts. Okay, egal. Also der Sitz scheint wirklich sehr bequem zu sein. Ich habe so den Eindruck, wenn ich da hin und her rutsche, das ist sehr weich. Finde ich, also ich persönlich finde das sehr schön. Vielleicht ist der wirklich auf einer längeren Fahrt dann sehr schön ausreichend. Also dann hat die Versys 650 etwas mitbekommen, also was die Konkurrenz ja auch hat, und zwar die Traktionskontrolle, die ist ja eigentlich, müsste ja eigentlich schon standardmäßig sein. Die ist natürlich bei den kleineren Versionen wie Z650 ist sie ja noch nicht Standard. Aber okay, bei den 500er, bei der 500er Serie von Honda ist sie ja auch noch nicht Standard. Wie ich sagte, Sitz ist okay, die Spiegel sind normal. Eigentlich weit genug außen, dass man alles sehen kann. Natürlich, man sieht sich auch wieder ein bisschen, ist ja klar. Das Display ist sehr gut ablesbar. Genauso wie mein Z900 Display vom Aufbau her. Ich finde es schön, dass der Drehzahlmesser relativ groß ist. Das finde ich bei meiner auch toll. Man hat alle Informationen auf einen Blick. Man hat die Reichweite auch. Die finde ich auch immer sehr nützlich und schön. Allerdings verändert die sich bei Kawasaki immer sehr stark. Also da gibt es nicht so einen normalen Durchschnittswert, sondern sehr angepassten, oder wie man dazu sagt. Ach so, deswegen ist das hier so langsam, weil da ein Reinigungsfahrzeug fährt. Und jetzt wollen wir mal die Scheibe ausprobieren. Die ist ja immer wichtig, also für mich zumindest. Wenn eine Scheibe da ist, dann sollte sie auch schön dich schützen und nicht mir alles ins Gesicht blasen. Und natürlich das Schlimmste sind dann halt diese seitlichen Verwirbelungen. Wollen wir mal schauen, wie die jetzt auf der Autobahn ist. Übrigens, die Schalter, die Hebel sind irgendwie fünffach verstellbar oder so. Das heißt, die Kupplung ist verstellbar und wir haben die Bremse auch verstellbar. Ja, was kann ich noch sagen? Ach so, auch schön in der Grundversion, dass wir die kleine Stange hier haben, diesen Bügel, den es ja auch bei der CB500X gibt. Sehr praktisch, gerade immer für so eine Tourer, damit wir da irgendwie Navi oder sonst was anbringen können. Das finde ich, das sollte, ein paar praktische Sachen sollten schon dran sein. Und bei der Tourer-Version haben wir hier noch eine kleine GPS-Platte, haben wir auch da. Also der Motor ist und der Auspuff ist sehr leise. Also wenn ich hier schon bis 8000 hochziehe, bei anderen da kreischt der schon oder sonst was. Hier hört man fast gar nichts, also der Motor ist schon sehr leise und beziehungsweise der Auspuff, ja. So. Wir haben doch ziemlich starken Wind hier. Ja, wenn man ein bisschen kleiner wäre als ich, dann wäre es nicht so schlecht. Aber ich denke mal, schlimmer als bei der CB500X ist das auch nicht. Die kleinen Windschilde, die sind ja alle neben Dreh so. Also ist nicht super schlimm, aber ja, toll ist es auch nicht. Natürlich an der Seite wieder, naja, es geht eigentlich. Hier sind wir jetzt mit der Kawasaki Versys 650, 2022er Modelljahr. Ja, also ich habe ja eine Kawasaki Z900, das heißt, ich bin so ein bisschen vertraut mit Kawasaki. Und also wenn man da aufsteigt, die Sitzhöhe ist natürlich etwas hoch, schon etwas höher oder schon, ja, man, ich kann sagen, das ist ähnlich wie mit meinem, vergleichbar mit meinem X-Max 300, der ist ja, keine Ahnung, 800 vielleicht in der Höhe, aber er ist sehr breit und dann kann ich nur noch mit 10 Spitzen unten auf dem Boden aufkommen, und das ist hier
ähnlich. Also es geht, aber es ist schon so an der Grenze, wenn es jetzt irgendwie Schotter und so weiter ist, wo man dann anhält, da hat man schon wahrscheinlich ein bisschen Probleme mit dem Stand in der Stadt. Auf Asphalt, Teer und so weiter ist das ja kein Problem. Aber sobald man da dann rutschigen Untergrund hat, so wie im Gelände oder so, da kann der Stand schon ein bisschen beeinträchtigt sein und da muss man aufpassen. Ich bin, wie gesagt, 1,75 Meter. Ja, ein 649 Kubik Zweizylinder Parallel Twin mit der Z650 gleich. Das ist hier wieder die 48 PS Version. Die bekommt dann natürlich in der A2 Version und ihr bekommt es in der Vollversion. Da hat der Motor 67 PS. Er hat wohl 61 Newtonmeter und so, ich sage immer, habt ihr ja vielleicht schon gehört, irgendwie immer ein bisschen vergleichbar, doch mit der Honda CB500X. Und da die hier nun reduziert ist, haben wir wirklich einen sehr guten Vergleich. Und ich sage mal, ja, ebenbürtig, der Motor ist hier, denke ich mal, oder der Auspuff und oder Auspuff noch leiser. Und man hört ihn eigentlich fast gar nicht, wenn man drauf sitzt. Nachher mal sehen, wie das ist beim Soundcheck. Ansonsten sehr leise, bei der CB500X ein bisschen besser zu hören. Würde ich jetzt persönlich besser finden, dass man da was hört. Aber ist alles Geschmackssache. Wir haben allerdings hier einen kleinen Vorteil, habe ich gerade gesehen. Aber okay, das ist ja auch fast 2000 Euro teurer als die CB500X. Wir haben hinten die Federvorspannung, glaube ich, noch heißt das, ist verstellbar. Und zwar mit einem Rädchen hier. Das seht ihr hier. Und das ist natürlich super praktisch. Sowas brauchen wir, Leute. Und nicht immer diese umständliche hier. Ich hole mal den Schraubenschlüssel und was wir da alles brauchen. Und dann bastle ich mir da eine Vorspannung oder so. Das finde ich nicht so toll. Wir haben hier alles drin. Wir haben natürlich ABS. Wir haben jetzt Traktionskontrolle drin. In der Vollversion, meinte der Verkäufer zumindest zu mir, haben wir zwei Stufen Traktionskontrolle. Bei der reduzierten Version haben wir nur eine Stufe. Ist ja auch verständlich. Ja, wir haben keine Fahrmodi oder so, da ist das auch alles noch ziemlich Standard. Und ich denke mal, ich laufe jetzt hier nicht so oft rum und erzähle euch hier so irgendwas. Und wir machen gleich hier mal weiter mit den Bedienelementen, Display und naja, Stauraum haben wir ja nicht. So, die Bedienelemente auf der linken Seite, da haben wir erstmal den Kupplungshebel. Der ist fünffach verstellbar und ja, es geht nicht super leicht. Ich glaube, bei Honda geht da sehr viel leichter. Ich weiß auch gar nicht, das steht auch nicht in der Werbung von Kawasaki drin, ob das eine Anti-Rutschkupplung ist, aber ich hoffe mal, das müsste ja langsam mal Standard sein. Dann haben wir den Lichtschalter, den Fernlichtschalter, Ablendlichtschalter, wir haben den Select-Schalter fürs Display. Da haben wir auch nochmal zwei Knöpfchen am Display, da können wir das genauso verstellen. Dann haben wir den Blinkerschalter hier, wir haben den Hupenschalter hier. Wir haben den Warnblinkleuchtenschalter. Das ist alles auf der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir dann nur das Gas, den Bremshebel für die Vorderradbremsen. Der ist auch fünffach verstellbar. Dann haben wir den Killswitch hier, den Starterschalter. Das ist alles auf der rechten Seite. Dann kommen wir gleich zum Display. So, da ist das Display. Ein TFT-Display. Farbig. Alles gut ablesbar. Und wir können das wohl auch, so jedenfalls war das bei meiner, können das Display auch schwarz auf weiß umschalten. Mal sehen, ob das hier auch geht. Ja, das geht auch. Also falls einer lieber dieses, oder der Kontrast ist ja hier ein bisschen höher, ist vielleicht für manche Leute besser. Schalten wir wieder zurück. Die Knöpfe sind genau gleich wie hier am Lenker. Da könnt ihr das eben auch oben und unten, die beiden Datenfelder euch anzeigen lassen. Ganz oben links haben wir die Ganganzeige, da haben wir dann die KTRC, die Traktionskontrolle hier. Wie gesagt, in einem Modus nur, bei der Vollversion haben wir zwei Modi. Wir haben den Drehzahlmesser sehr schön groß und gut zu erkennen. Wir haben den Tankinhalt hier. Wir haben hier die ganzen Daten, erkläre ich euch gleich, die Uhrzeit, Geschwindigkeit. Wir können also entweder am Lenker die Daten umschalten, oder hier mit den Tasten auf oben können wir, glaube ich, mit dem Schalter umschalten. Oder wie gesagt, vom
vom Lenker aus. Wir haben jetzt den Gesamtkilometer, wir haben Trip A, Trip B und das war's schon. Und unten können wir mit dem Schalter umschalten. Wir haben jetzt die Reichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit, die Gesamtzeit, die wir gefahren sind, dann die Batterie, aktueller Benzinverbrauch und Durchschnittsverbrauch. Und das ist alles, ja. Und dann kann man noch irgendwie jedenfalls bei mir geht das, ins Menü gehen, wenn man die beiden Knöpfe hier drückt, mal sehen, ob das hier auch geht. Ja, also ich will da nicht reingehen, das ist ein bisschen hakelig, bei mir zumindest, ich komme da mal nie mit klar. Da kann man noch einige Sachen verstellen, wie ihr seht hier, wir können einige Sachen, die Units, die Einheiten, das Datum und so weiter. Ich gehe jetzt wieder raus hier und es fängt wieder an zu regnen. Das ist eigentlich alles, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, man hat eine Konnektivität auch mit dem Handy, wenn man möchte. Das ist auch sehr hakelig. Das habe ich eigentlich nie genutzt oder ich habe es versucht zu nutzen, aber da hatte ich leider immer nur mit Problemen. So, dann bin ich auch schon fertig hier mit dem Rundgang, mit der Vorstellung. Der Versys 650, wie gesagt, die gibt es in mehreren Versionen. Kann man in mehreren Versionen bestellen, auch als Tourer und als Urban. Wie er mir sagte, als Urban hat er dann nur irgendwie hinten eine Topbox. Als Tourer hat er dann seitlich Boxen. Und dann gibt es noch die Tourer Plus oder irgendwas, alles sehr verwirrend. Da haben wir den Nebelscheinwerfer vorne, dann haben wir die Tourer Pro oder so, das ist glaube ich die größte Version. Da haben wir dann alles Mögliche, wir haben zwei Seitenkoffer, wir haben einen Topcase, da ist er dann mehr oder weniger voll ausgestattet. Das heißt, voll ausgestattet stimmt auch nicht, denn wir haben zum Beispiel immer noch die Griffheizung, müssen wir extra bezahlen. Aber naja, das wollte ich euch nur sagen. Ansonsten war das erstmal alles eine kurz Quickie-Vorstellung hier der neuen Versys 650 von Kawasaki. Ich bin so vom Fahren her alles kein Problem, hat mir wirklich gut gefallen, gut zu schalten, wie üblich die Kawasakis halt sind. Macht Spaß, Windschild auch eigentlich nicht so problematisch, muss ich sagen. Und also kann ich auf jeden Fall jeden empfehlen, der sehr an so einem Teil interessiert ist. Und ja, das war erstmal alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Motofuzzi. Bis dann. Ciao, ciao.